Herzlich willkommen zu einem neuen Windelvideo bei 1bis3.de. Ich bin Sabine und heute stelle ich dir nichts über Segeln vor, sondern die Schwimmwindeln. Warum brauchst du überhaupt eine Schwimmwindel? Es ist so, dass die meisten Hallenbäder, Freibäder, also die Schwimmbäder es vorschreiben, dass du mit deinem dass dein Baby eine Schwimmwindel benötigt, um halt ein Kaka festzuhalten. Eine Schwimmwindel ist nicht dazu da, Pipi aufzusaugen. Es ist wirklich nur dazu da, das Feste mal für einen Moment festzuhalten, sodass du dann genügend Zeit hast, das Wasser zu verlassen und dein Baby draußen dann zu säubern und neu zu wickeln. Du könntest ganz, wie das viele machen, diese Einweg-Schwimmwindeln verwenden. Aber das ist ziemlich teuer, denn du kannst sie nur einmal nehmen. Und wenn du dir überlegst, dass diese Windel sich ja nicht auflösen darf im Wasser, dann kannst du dir ja auch mal Gedanken darüber machen, wie lange braucht denn diese Windel, um sich überhaupt zu zersetzen, beziehungsweise welcher Aufwand muss da verwendet werden, um diese Windel dann auch zu zerstören. Also das ist schon enorm hoch, kannst du dir vorstellen. Und eine Alternative, die deinen Geldbeutel dann langfristig, mittelfristig, langfristig entlastet, das sind einfach Schwimmwindeln. Schwimmwindeln sehen so aus wie kleine Badehosen, haben aber in den allermeisten Fällen eben noch ein paar Features, die eine normale Badehose nicht hat. Mal abgesehen davon, dass es sehr oft für Neugeborene gar keine Badehosen gibt. Eine Schwimmwindel ist nicht dazu da, um Pipi aufzusaugen. Das habe ich ja vorhin schon ganz am Anfang erwähnt. Übrigens auch nicht diese Einwegwindeln. Die saugen auch nicht das Pipi auf, die halten auch nur das Kaka fest. Und die Schwimmwindeln unterscheiden sich durch die von den Badehosen ganz oft dadurch, dass sie eben seitliche Knöpfe haben und dass es sie in ganz kleinen Größen gibt. Oft bekommst du überhaupt gar keine Badehose für ein Neugeborenes, für ein ganz kleines Baby noch, mit dem du vielleicht gleich zum Babyschwimmen gehen möchtest. Hier ist zum Beispiel eine von Imse Wimse und die hat jetzt an der Seite die Knöpfe, um sich hier einmal aufknöpfen zu lassen. Es gibt aber andere wie Apple Cheeks oder auch Blümchen, die lassen sich an beiden Seiten durch die Druckknöpfe halt öffnen und verschließen. Und das ist ja dann sehr praktisch, gerade wenn du deinem Baby die nasse Schwimmwindel ausziehen möchtest. Da musst du nicht so zerren und zuckeln. Wir kennen das alle, dieses unangenehme Gefühl, nasse Badebekleidung auszuziehen. Das ist jetzt nicht so toll. Die Schwimmwindeln haben auch alle innen drin ein Futter, einen Futterstoff. Der kann sehr unterschiedlich sein. Hier zum Beispiel bei der Totspots ist das jetzt bei der Version, die 2019 rauskam, ein Mikrofaserfließ. Das hat jetzt auch nochmal den Vorteil, dass sich dann halt ganz schnell das Kaka nochmal ein bisschen verfestigt. Aber du solltest trotzdem das Wasser relativ schnell verlassen, denn irgendwann wird einfach Badewasser hier so durchgeschwemmt und dann löst es sich auf und schwimmt dann doch zur Seite raus. Dieser Effekt, dass eben Wasser hier noch so durchfließt, der ist auch der Grund, warum du darauf achten solltest, dass eine Schwimmwindel möglichst eng an deinem Baby anliegt. Denn je mehr hier an Stoff noch ist, umso mehr fließt einmal Wasser durch, aber es bildet sich auch eine Luftblase. Und wenn sich eine Luftblase bildet, dann neigt sich der Popo nach oben und andererseits natürlich der Kopf nach unten. Und das ist etwas, woran wir gar nicht denken wollen. Deswegen solltest du auch keine normale Stoffwindel verwenden. Eine Stoffwindel ist ja dazu da, Pipi aufzusaugen. Wenn sie Pipi aufsaugt, saugt sie auch Wasser auf. Und wenn das Wasser aufgesaugt wird, wird sie schwerer und schwerer und schwerer. Und dein Baby versinkt nach unten. Und auch das wieder wollen wir uns nicht weiter ausmalen. Wie wahrscheinlich ist es denn jetzt, dass dein Baby da kackert? Also die Wahrscheinlichkeit ist nicht wahnsinnig groß. Ich persönlich habe das mit meinen Kindern nie erlebt. Was auch andere, die haben das noch nie gehabt. Das liegt daran, dass in den allermeisten Fällen die Temperatur im Schwimmbad doch viel niedriger ist als zu Hause in der Badewanne. Und dass die Kinder so aufgeregt sind, auch durch die Geräusche und durch die gesamte Situation, dass sie sich unbewusst doch sehr viel mehr anspannen. Und wenn dein Kind angespannt oder wenn du selber angespannt bist, dann merkst du ja,
ist es einfach schwieriger, auch den Schließmuskel zu entspannen. Also in den allermeisten Fällen wird dein Baby gar nicht Kacker machen im Schwimmbad, also im Wasser zumindest. Es ist ja auch noch der Wasserdruck von unten, der so ein bisschen auf diesen Muskel, auf den eben drauf drückt und dann passiert eigentlich nichts. Aber es könnte sein und deswegen musst du eine Schwimmwindel einfach deinem Baby anlegen, sonst gibt es einen Anschiss vom Bademeister. Ich habe dir gerade schon gezeigt, es gibt unterschiedliche Verschlüsse. Das eine ist eben die Möglichkeit, dass es Druckknöpfe gibt, das andere Klettverschlüsse. Es gibt sie auch in unterschiedlichen Größen, also Totspots bietet nur 2 Größen an. Da ist diese Version mit dem Klettverschluss natürlich sehr praktisch, da du das dann etwas individueller hier am Bauch anpassen kannst. Auf der anderen Seite, die Schwimmwindeln von Imsewimse zum Beispiel gibt es in 5 oder 6 Größen. Dadurch liegen die besonders gut einfach an. Das heißt, wenn du jetzt wirklich häufig schwimmen gehst, überleg dir lieber, ob du eine Schwimmwindel dir besorgst, die richtig, richtig gut sitzt. Worauf solltest du beim Kauf einer Schwimmwindel achten? Das eine ist eben, dass die richtig gut sitzt, dass sie sich möglichst nah an den Popo anschmiegt, damit eben diese Luftblase nicht entstehen kann. Es sollte kein besonders dicker Saugkern drin sein, damit das Baby nicht runtergezogen wird. Und dass die Gummibündchen aber auf der anderen Seite wiederum nicht so eng anliegen, dass du richtig dicke, fette Abdrücke hast. Ein leichter Abdruck wird in den allermeisten Fällen da sein, ist aber nicht weiter schlimm, ist eher so wie bei deinen Socken oder halt wie bei deiner Badehose oder deinem Bikini, den du trägst. Ich werde öfter gefragt, ob man denn dann nicht eine alte Pullüberhose verwenden kann als Badehose. Erstmal finde ich, spricht der Fakt dagegen, dass die Pullüberhosen ihre Beschichtung hier haben und da ist kein Innenfutter drin. Das finde ich persönlich jetzt nicht schön für die Haut meines Babys, dass das direkt an der Haut liegt. Der andere Fakt ist einfach, dass eine Überhose viel größer geschnitten ist. Denn hier liegt ja eine Windel darunter. Dann kannst du sagen, ja okay, nehme ich halt eine ganz kleine Größe. Ja, kannst du machen. Aber mir wäre die Gefahr einfach zu groß, dass da halt wirklich sich zu viel Luft hier ansammelt und diese Luftblase dann entsteht. Solltest du jetzt eine ehemalige Pocketwindel haben, in einer ganz kleinen Größe, die super gut anliegt, die du auch nicht mehr benötigst, denn der Chlor greift die Pullbeschichtung an, dann kannst du das ausprobieren. Das ist dann kein Problem. Aber ansonsten solltest du wirklich auf den einen guten, eng anliegenden Sitz von der Schwimmwindel halt achten, dass der Popo wirklich eng umschlossen wird. Worauf solltest du auch noch achten? Das ist eben der Fall, eine Schwimmwindel ist keine Stoffwindel. Das bedeutet, wenn du mit deinem Baby das Wasser verlässt, dann wickelst du es draußen nochmal mit einer normalen Stoffwindel. Und dann kann es dann draußen auf der Wiese oder in der Halle dann halt dort spielen. Denn eine Schwimmwindel saugt ja nicht das Pipi auf. Das solltest du aber dann schon machen, wenn dein Kind sich dann im Hallenbad hinstellt und sein Pipi rinnt dann so runter, dass ist jetzt auch nicht so schön. Für die anderen Leute ist das dann, ja, nicht schön. Und wenn es für die anderen nicht schön ist, ist es für meistens für uns Eltern dann auch nicht schön. Das könnte Ärger geben. Wie viel Schwimmwindeln benötigst du? Das hängt so ein bisschen davon ab, wie oft ihr ins Schwimmbad geht. Wenn du jetzt nur einen Kurs pro Woche besuchst, dann reicht eigentlich eine Schwimmwindel aus, denn du gehst hin, dein Baby nimmt die, wird gewickelt, also bekommt die Schwimmwindel an und du machst den Kurs. So, es kann natürlich passieren, dass zwischendrin dein Kind ausnahmsweise doch einmal kackert. Das kann dann einmal passieren. Vielleicht kannst du dir da irgendwie mit Freundinnen eine Packung an diesen Wegwerfschwimmwindeln teilen, dass ihr alle eine Windel als Reserve habt. Aber ansonsten reicht für so einen Kurs eine Schwimmwindel aus. Wenn du jetzt allerdings sagst, ja, aber wir sind oft im Schwimmbad oder wir machen jetzt hier auch Urlaub am See, am Meer oder da, wo es so ein Spaßbad gibt, dann würde ich dir doch zu einer zweiten Schwimmwindel raten. Allein schon deswegen, wenn dein Baby dann halt auch öfter auf dem Arm getragen wird oder du hast noch ein zweites Kind und trägst dein Baby auf dem Arm, dann sollte es nicht die ganze Zeit eine nasse Windel am Popo haben. Denn eine nasse Schwimmwindel ist jetzt unangenehm und könnte zu einer Blasenentzündung führen.
Ja, meine Liebe, das war's jetzt zum Thema Schwimmwindeln. Ich hoffe, du kannst jetzt mit deiner Familie, deinem Baby den Sommer genießen oder den Babyschwimmkurs genießen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du unser Video positiv bewerten könntest, wenn du vielleicht noch einen Kommentar dazu schreibst, wenn du eine Frage hast, stell sie. Ich kann sie nicht immer ganz schnell beantworten, aber ich beantworte sie auf jeden Fall, deine Frage. Und vielleicht hast du ja noch einen Vorschlag, der ein Video für die Zukunft betrifft. Vielleicht möchtest du ja etwas ganz Spezielles wissen. Abonniert gern den Kanal, empfehlt uns weiter und dann macht es gut. Tschüss.